Und wenn man sagt, was hättest du jetzt da oben, alles kann ich nicht sagen, aber
was man sicher sieht, das ist das Anlagen mit dem Ausbildungsplatz. Und das andere ist das Kommando oder der Logistikbasis für den Unterschied. So, jetzt bist du oben. Hallo. Sali, Uzi. Wir haben im Souverän-Haus, dem kleinen WC, wo eine Kiste ist mit einem Hafen drin, haben wir auch Toilettenpapier gefunden. Da haben wir jetzt die ominöse Toilette gesehen, wo das Toilettenpapier ist, vom Konsumverein Chur. So hat man früher eigentlich sich gelöst von der Not. In diesem Restaurant Sommer, auf der anderen Seite, wo wir jetzt vom Souverän ausgesehen haben wir gegessen. Und da unten wartet der Hermann Stolzeiger geduldig, bis wir aus dem Souverän-Haus rauskommen. Wenn man genau schaut in diesem Haus, da ist keine Wand gerade, wenn wir mal achten, der Schrank, der Boden ist schräg. Und in diesem Haus, das so vor 100 Jahren alt ist, ist halt alles schon ein bisschen gezogen. Auch Nachwuchs im Souverän-Haus sieht man die Bettli. Das ist eine schöne alte Wiege. Eine Kochstelle, die sie vor 100 Jahren war. So sieht man den Hütstein. Von dieser Küche, Souverän-Haus. Wie man sieht, ist der Apfel einfach unter dem Fenster und wird geht raus auf die Gasse. Und dort gehen sie in den Wasserkanal. Und hier schaut unser Jos ganz begeistert ihre neue Küche an. Und wenn ich sehe, freut sie sich auf den neuen Kochherd, den schönen Schützstein, wo sie ja ganz begeisterte Köchin ist.
ich bin müde. Wir wollen jetzt das Souverän aus. Unglaublich, vier Stockwerke hoch. Wie hat dir eigentlich der ganze Ausflug gefallen? Sehr gut, sehr gut. Und eine Ruhe. Eine Ruhe, in einer Ruhe. Ja. Im Tempo von der Ursios ist alles angenehm. Gell, die läuft nicht so schnell. Sie läuft angepasst. Eben ja, für ältere Leute. Sie läuft im Tempo Senioren. Wie sie es gehört. In dem Fall ist das ein erfolgreicher Tag gewesen. Absolut, absolut. Selbst ohne Sonne. Und du findest auch, dass man weitere solche, ähnliche Ausflüge machen sollte? Das ist keine Frage. Das ist für uns der wesentliche Inhalt von dieser Institution.